Salve a tutti. Das war doch bisher mal eine relativ spannende Woche, muss ich sagen. Und da waren auch, wenn wir uns gleich auf der Stundenebene sehen, ein paar ordentliche Fuder dabei. Tja, ich sitze hier vor, auf lange Sicht, sprich, also jetzt hier eine Kerze, ein Tag, haben wir jetzt heute, das ist oder gestern schon, das 61er Retracement von dieser Bewegung hier oben, 16.283 runter bis zur 12.437. Das haben wir gesehen. Damit haben die Fibos mehr oder weniger ihr Soll erfüllt. Wir haben diesen kleinen Kasten hier verlassen, diese Flagge. Ja, hier ist der Fahnenstiel und hier ist die Flagge. Den haben wir verlassen, sind drüber und setzten ziemlich genau wieder drauf aus. Das war die 14.553. Da waren wir drauf, jetzt sind wir gerade eben hier ein bisschen höher. Wir sind bei 14.620. Gleitende Durchschnitte in Ordnung. Bänder ohne irgendein Signal. Die 14.815 hatten wir auch überboten und sind auch da, jetzt 200 Punkte tiefer. Über das MACD ist er vorsichtig negativ, da fehlt mir aber hier noch so ein kurzes Histogramm und die Stochastik liefert ein Verkaufssignal. Also ich habe auch noch Putz von gestern. Ich liege jetzt da auf momentanen Stand irgendwas mit 210 Punkten vorne. Eben waren es noch, vor ungefähr 20 Minuten waren es noch 260 Punkte. Ich bin am Überlegen, ich muss mir das jetzt nochmal eine Stunde anschauen, ob ich die zumache oder nicht. Ich weiß es nicht. Das ist eine ganz blöde Situation. Wie gesagt, die Fibos haben ihr Soll erfüllt und wir haben ein Back-to-Breakout gemacht. Wir sind genau auf diesen Kasten wieder drauf. Gucken wir mal 4 Stunden, ob die ein bisschen mehr Entwirrung bringt. Und ich finde nicht wirklich. Diese gestrichelte Linie ist die 14.815. Da waren wir also drüber. So. Hier kann man sehen, wie wir auf das, wir werden es auch gleich in der Stunde nochmal sehen, wie wir auf eben diese ganzen Hochs hier nochmal aufgesetzt haben. Ja. Und da wird das Verkaufssignal ein bisschen deutlicher. Allerdings ist das hier auf einem Niveau, das finde ich nicht so prickelnd. Ja, die Histogrammbalken, die sind viel zu klein. Sowas hier ist dann schon eher Pflicht. Stochastik ist auf 4-Stunden-Basis negativ. Bei mir wird die gerechnet ab 16 oder seit 16 Uhr wieder. Das heißt, die geht jetzt erstmal bis 20 Uhr. Schauen wir, ob die Stunde mehr bringt. Tja, hier sieht man, das war eine ganz linke Nummer hier. Warte mal, jetzt mache ich mal das Ding hier raus. Das war eine ganz linke Nummer hier. Wir gehen drüber, wir schließen mit der Stunde drüber. Und dann kommt so ein Black Marubozu, heißt der Freund hier, heißt diese Kerze. Und versenkt den Freund nochmal auf die 14.400, um dann ordentlich Gas zu geben. Und die hier dabei waren und die dann hier irgendwo gestoppt sind, also die machen hier nicht mehr mit. Die sagen, nee, einmal lasse ich mich veräppeln, aber nicht ein zweites Mal. Deswegen ist dann sowas oftmals für den Markt einfacher. Was ich nicht gedacht hätte, ist, dass wir die 14.815 so leicht hergeben. Ich habe gedacht, hier ist erheblich mehr Widerstand zu erwarten, egal wie, wir sind drüber. Und schließen dann auch, wo war denn das? Das war gestern hier, war 14.848. Auch oberhalb der 14.815. Jetzt kommen wir runter. Und hier sieht man erneut dieses Antuschieren von diesem, ich glaube es ist blauen, von dieser blauen Flagge hier. Back to Breakout. Nimmt er das jetzt als Sprungbrett und pfeffert nochmal hier hoch? Möglich. Oder sagt er sich, ja, also ich habe hier oben versagt, dann werde ich es hier unten auch nicht schaffen. Von der Stunde her sind wir nämlich gar nicht so verkehrt. Wir sind schon deutlicher tief oder tiefer und drehen nach oben. Und hier über das MACD auch werden wir auch positiv. Also ich schätze, ich werde meine Short-Position zumachen. Aufsicht für die nächsten, sagen wir mal, 5-6 Handelsstunden. Aber ich werde die auf jeden Fall wieder aufmachen. Das ist eine ganz blöde Geschichte. Was mir für mich auch auffällt, ist, ich habe keinen einzigen Wert, wo ich hier und jetzt sagen muss, da muss ich rein. Da muss ich long gehen, da muss ich short gehen. Habe ich auch nicht. Der Markt, der spricht nicht zu mir. Das klingt vielleicht blöd, aber es ist so. Das, was in den letzten Tagen ganz gut war, Banken, die nehmen heute mal einen kleinen Imbiss. Dafür dürfen solche, sowas wie HelloFresh, was auch in den letzten Tagen ganz gut ist, die dürfen auch noch mal ein bisschen Luft schnappen. Die RWE gefallen mir kurzfristig ganz gut, Deutsche Börse ebenfalls. Aber, und die Bayer sowieso, aber es ist nichts, wo ich jetzt hier um 17.42 Uhr am Mittwoch sagen muss, da halt jetzt einen Finger rein. Nee, habe ich nicht.
Wir haben verschiedene Nachrichten heute bekommen. Inflation ist hoch, höher, am höchsten. Ja. Wir müssen anscheinend nicht sofort mit Rubel bezahlen. Ja. Auch eigentlich keine schlechte Nachricht. Ja, Inflation ist natürlich keine gute Nachricht. Also ich finde, das ist hier momentan eine Pattsituation. Das möchte ich mir gerne nochmal so, sagen wir mal, 10, 12 Handelsstunden anschauen. Also richtig, wenn ich keine Position hätte, würde ich jetzt hier keine eingehen. Da ich eine habe und ich bin Short, und jetzt kommt es hier wieder so ein bisschen runter, werde ich wahrscheinlich, ich werde es bestimmt halbieren, das auf jeden Fall. Aber eine Neuposition eingehen, ja, dann, es gibt Momente, da hat man einfach zu wenig Signale. Das hier gefällt mir so auf Stundensicht, finde ich ganz gut. 4 Stunden mag ich nicht, auf Tag mag ich ihn auch nicht. Also das ist wahrscheinlich hier nur so ein Bounce-Back nochmal da hoch. Vielleicht hier so ein Bereich, 14.700. Aber ich denke, ich werde tendenziell weiter short bleiben. Ich rechne eigentlich damit insgesamt über den Tag hinaus gesehen, dass wir weiter fallen werden, weil jetzt werden sie alle wach und hallo, das ist teurer und hier wird es teurer und da wird es teurer. Das sind die Scheine, die ich euch mitgebracht habe. Ein 14.003er, da sind wir hier unten. Ich zeige es vielleicht besser auf dem Tageschart, da sieht man das besser. Hier, warum ich die da hinlege. Komm her, du Schlurch. 14.003, da sind wir hier ganz knapp oberhalb der 20-Tage-Linie. Die wird aber morgen ein bisschen steigen, dann sind wir also morgen dann schon drunter. Das ist die GK29WL. Den finde ich nah genug ran, um ihn zu spielen. Ich muss keinen 14.300er oder 350er nehmen. Ich finde die eigentlich ganz gut, die Option, die gefällt mir. Und ich habe einen 15.085er, da sind wir hier oben, an der Nähe des oberen Bandes, ein Put. 15.085 ist die GK0XPJ. Also ich bin momentan sehr unentschlossen, das gebe ich ganz ehrlich zu. Das kann auch mal passieren. Ich schaue jetzt mal, was ich mit meiner Position da mache. Ich gehe davon aus, bin mir sehr sicher, dass ich sie zumindest mal halbieren werde. Das kann ich, die ist dafür groß genug. Und dann muss man einfach mal ein paar Stunden noch abwarten. Sorry, mehr kann ich nicht sagen. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Macht's gut. Bye, bye.